Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Okay, beginnen wir ganz oben, oder? Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Natürlich, ich will die ganze Geschichte kennen. Ja. Keine Eile, wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel, rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal.
Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Peter Sporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Well done, meine liebe Träumerin. Und wir sind Level up. Hooray. Da bin ich mal gespannt. Treffen wir mal Rittersporn, ha? Endlich mal einer der anderen alten Freunde, denen wir über den Weg laufen werden.
Wir müssen jetzt Novi gerade über das Bordellzirkchen ja. Betreten. Was war das? Mätressenliste? Was zum Henker? Achso, heißt die Quest. Apropos, können wir uns bei der Korinth nicht eigentlich noch bedanken? Auf des Hexes Art? Wahrscheinlich nicht, aber ich, naja. Muss mal ausprobieren. Ja? Ja? Nein, schade. Gut. Und Abmarsch. An auf der Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Okay, das ist das Bordellviertel. Oder das. Ja, da waren wir ja, das ist der Bettlerkönig. Heya! Oh, da liegen hübsche Schiffe, muss man schon sagen. Los, lauf! So, geht mir aus dem Weg, sonst ziehe ich die Schwerter und dann wird hier ein Kackstück. Ich kann doch theoretisch auch hier rüber, oder? Du kannst das hier nicht tun. Ich darf nicht schneller reiten als das hier. Ach, ist doch blöde. Dauert es trotz Pferd ganz schön. Da bin ich sogar im Sprint schneller. Ob wir Schwerter brauchen? Ja, ich bezweifle es. Mätressenliste heißt eher, dass wir uns gleich eine Runde vergnügen dürfen. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Schweins. Mir reicht's mit dem Leben. Der Spiel. Und das hier ist schon das Bordell, wie es aussieht. Wir gehen natürlich zum Hintereingang. Sie ist verschlossen. Ist schlicht. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Sch. Oh je. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Unser alter Freund. Die haben sich zusammengetan, wie es aussieht, ha? Huh? Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Sonst bleibt ja sonst eh nichts übrig. Weg mit euch Landstreichern. Hopp. Boah, so ein Faustkampf ist ja mal easy cheesy. Das ist ja immer übel. Als hätten wir Bergen nie verlassen. Und sayonara. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Erzähl keinen Scheiß, Geralt. Schütt mir auf der Stelle dein Herz aus. Alles klar, kleiner Zwerg. Ein paar Dinge. Lass mich raten. Triss? Yennefer vielleicht? Triss und ich haben geredet. Konnten ein paar Dinge klären. Und Yennefer, tja. Du hast sie also gefunden. Ha! Davon musst du mir erzählen. Das mache ich ein andermal. Jetzt muss ich mich um etwas Wichtigeres kümmern. Was meinst du damit? Ich suche nach Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde?
Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Im Erdgeschoss, das heißt, an unserer jetzigen Position. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Alles klar, danke, Sultan. Die Mätressenliste, also darum geht's. Ein Brief, weiblichen Bewunderin. Ach ja, unser Sultan, der Schützen. Ach, Sultan. Rittersporn, unser Schützenjäger. Und Siri und er haben sich gut verstanden. Gerard, ich denke aber, der hatte seine Argusaugen darauf. Und da haben wir unsere Truhe. Wunderbar. So muss das sein. So, in der Truhe können wir dann jetzt mal ein paar Sachen deponieren. Zum Beispiel sowas. Sowas und sowas, mit dem ich nämlich momentan einfach nichts anzufangen weiß. Wir sind ja jetzt Level 14, da können wir endlich mal die neue Armbrust ausrüsten. Auch die alte können wir mal kurz weglegen. Und auch hier einfach mal Gegenstände weg. Einfach, dass wir Platz haben im Inventar und was machen können. So, weg damit. Achso, ja, das sind ja noch die Florenz und Gedöns, die kann man ja in den Bänken noch umtauschen. Wegen tun die ja so gut wie nix. Andere Zeug benutze ich ja noch gar nicht. So. Sollte wohl erstmal genügend Platz im Inventar geschafft haben. Dann schauen wir uns hier unten noch ein bisschen weiter um. Das war es auch schon im unteren Teil. Wie sieht es oben aus? Das Tor des Hirschen. Neue Markierung hierbei.
geführt. Also das ist ein etwas größeres Etablissement, wie es aussieht. Aber er hat es wirklich verkommen lassen. Das heißt, Rittersporn ist schon des Längeren nicht mehr hier. Ungefähr dann auch vielleicht ein paar Wochen. Was dann wiederum für uns unerträglich ist, weil wenn er schon ein paar Wochen wieder weg ist, ist Siri auch schon wieder... Ach, so lang kann es doch eigentlich nicht gewesen sein. Wir waren doch relativ schnell hinterher, als wir mit dem Baron geredet haben. Allerdings weiß ich ja nicht, wie viel die Zeit mehr weg ist. Deswegen die Baron-Quests und alles, ob das mitzählt und so weiter. Ach, das ist doch kacke. Ich denke, die Hauptquest wird noch eine ganz schöne Weile uns beschäftigen. Ich müsste mal wissen, so das Durchschnittslevel, mit dem man das Spiel abschließen kann. Dann wüsste ich auch ungefähr, wie lange wir eigentlich an der Hauptquest noch zu knabbern haben. Viel haben wir ja insgesamt nicht gemacht von der Hauptquest, das weiß ich. Und da soll es noch in ein Zimmer reingehen. Da brauchen wir mal Schlüssel für. Gut, das heißt wahrscheinlich erst dann, wenn wir Rittersporn oder so gefunden haben. Und dann würde ich sagen, wir mal hier Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier dann wieder auf der Frauenjagd im nächsten Part. Bis dahin, sayonara.